Willkommen zurück zu Dragon Age 2, das Zeichen der Assassinen. Wir sind immer noch auf dem Weg, um uns hieran vorbeizuschleichen. Und ich sehe gerade, da ist eine Kiste gewesen. Die haben wir im Part vorher gar nicht gesehen. Oder, naja, ihr habt sie wahrscheinlich schon gesehen, aber ich nicht. So, der geht jetzt geradeaus weiter. Die Kiste nehmen wir natürlich auch mit, ist ja klar. Wir müssen leise sein, ganz leise. So, was haben wir denn hier? Skepsis, die habe ich gerade auch. Drei kritische Trefferchance, Bonus auf Schlösser, Gegner hinterlassen mehr. Das ist was für ein Schurken. Auch leider nur für uns, okay. Kann uns egal sein, nehmen wir mit. Der ging auch jetzt, glaube ich, geradeaus weiter durch. Hoppla, ich wollte gerade die Maus nicht verdrehen, so. Wie machen wir es am besten? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich kann mal gucken, ob ich hier nicht noch irgendwas vergessen habe. Also, erst einmal hier in die Ecke. Das ist gut. Ich glaube, hier sind wir auch im Schatten, eventuell. Den da ganz hinten, den Creme. Ach, da hinten geht es ja noch weiter. Oh mein Gott. Okay, ich würde sagen, wir warten kurz, bis der da ganz hinten weg ist. Also, Moment, ich gehe mal mit der Maus hier auf den drüber. Ihr seht ja die Maus sonst leider nicht. Wir warten, bis der weg ist, genau. Machen das hier hin. Ich fange schon an, irgendwelche Dinge zu hören. Der dreht sich jetzt... nicht in die Richtung. Verdammter Mistkerl. Ja, jetzt müssen wir irgendwie hier an dem vorbei. Gut. Gerade nochmal hier gucken. Ich bin auch gerade ein bisschen ruhig. Es tut mir leid. Verdammt. Weil das ja alles gerade so ein... Ihr absichtlich euch schnappen zu lassen? Ist ja gut, ich kümmere mich drum. Weil das hier gerade alles auch so schön, ja, mit Nervenkitzel ist und... Das Ding hat 20, also unser Wurf hat 20 Sekunden Regenerationszeit. Damit kriege ich den da hinten noch gar nicht weg. Was wir machen müssen, wir müssen direkt durch. Das ist, glaube ich, am besten. Aber ich frage mich, warum hat er uns... Ja, ich glaube, ich habe mich da draußen bewegt, ne? Kann das sein? Deswegen hat er mich auch gesehen. Ja, ja, natürlich. War natürlich im Licht hier und nicht im Schatten. Naja, egal. Jetzt schaffen wir es auf jeden Fall. Komm schon. So, ja. Jetzt sind wir wieder nicht mehr im Schatten. So, das sieht gut aus. Und das machen wir jetzt wieder genauso wie vorher auch. Wir warten, bis der Kollege hier nach hinten abhaut. Dann lenken wir den hier vorne ab und werfen das Ding wieder da hinten hin. Weil das natürlich blöd ist, dass er sich genau dann in diese Richtung dreht. Das gefällt mir ehrlich gesagt so gar nicht. Aber an dem kommen wir ja gut vorbei. Aber der hier, da müssen wir nochmal gucken. Da werden wir uns ganz links an den Rand drängen und dann kommen wir hoffentlich auch durch. Weil sonst weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie wir da sonst weitermachen können. Verfluchte Ratten. Ja, die verfluchten Ratten, so. Der ist das Problem. Ich hoffe, das klappt nämlich so, wie ich mir das... Im Chateau sind Diebe! Ich verstehe... Verstehe ich gerade nicht. Verdammt. Das ist gerade ein bisschen ärgerlich, weil ich nicht genau weiß... Oh, Moment, der steht schon da hinten. Oh, da muss ich mich aber jetzt beeilen. Oh Gott. Aber da läuft, glaube ich, die große Runde einmal hier rum. Also haben wir Zeit. Naja, ich muss an dem vorbei und an dem anderen auch. Damn it! Wie machen wir das denn am besten? Ist da jemand? Naja, du drehst dich jetzt erstmal hier hin. Und der hier. Aber ich kann ja erst in... Ich kann ja noch gar nicht. Ich habe auch jetzt irgendwie Angst, den umzuhauen, weil die anderen sehen das ja logischerweise auch. Irgendwie blöd. Weiß ich nicht, wie komme ich denn da am besten durch? Ja. Okay, das ist jetzt der... Verdammter Mist. Okay. Anderer Ansatz. Also ich gehe zumindest davon aus, dass wenn wir da einen umhauen, wir da einfach keine Möglichkeit haben... Also, die anderen Wachen werden das natürlich sehen. Hey, mein Kollege, 2 Meter neben mir, wurde gerade K.O. geschlagen. Da stimmt doch irgendwas nicht. Zumindest hoffe ich jetzt einfach mal, dass das so funktioniert. Und die Regenerationszeit, das geht sich nicht aus. Ich kann den vorderen nicht ablenken und dann warten, bis das andere fertig ist. Das heißt, ich muss einen von denen eine verpassen. Und im Optimalfall verpassen wir halt dem hinteren eine, weil der... Puh. Ganz fiese Geschichte. Ganz, ganz fiese Geschichte hier. Genau, lauf du mal nach hinten. Oder vielleicht kann ich ja trotzdem einfach nur den umhauen.
Das müsste man jetzt einfach mal ausprobieren. Aber wie lenke ich den anderen ab? Testen wir es mal. Aber das ist halt auch Blödsinn, weil... Ja. Ach du meine Güte. Ich stelle mich ja gerade wirklich bescheuert an. Okay, gut, da hatten wir gerade Glück. Diese verdammten Ohnmachtsanfälle. Wie soll ich denn da patrouillieren? Okay. Ja, cool, das hat zumindest keiner mitbekommen. Okay, Idee ist gut eigentlich. Wenn wir die umklatschen. Was hat denn unser Umhauen hier für einen Cooldown? 10 Sekunden sogar nur. Den könnte ich reihenweise einer reinhauen. Aber ich würde zumindest den, der hier gerade vor uns ist, aus dem Spiel... Also, den würde ich ganz normal laufen lassen. Wäre mir ehrlich gesagt lieber. Dabei ist die Stelle wahrscheinlich ganz einfach zu machen, indem man ganz einfach 2 Tasten drückt und man ist hier durch und ich stelle mich hier wieder an. Was wir natürlich auch mal probieren könnten. Kann ich das Ding da hinten hin... Ne, so weit kann ich gar nicht werfen, wa? Ha, geht gar nicht. So. Jetzt war ich vielleicht ein bisschen zu schnell. Was war das? Gut. Machen wir es halt einfach so. Oh, Mann. Und wenn der andere jetzt da hinten Verstärkung holt, whatever. Einfach mal durch hier. Oh. Was hat Babette denn jetzt schon wieder? Ihr Tee war zu kalt. Oh, aber natürlich. Er ist entweder zu heiß oder zu kalt. Und ihr Bett ist entweder zu weich oder zu hart. Bei ihr ist nie irgendetwas genau richtig. Was für ein Miststück. Verdammte Babette. Ja, unglaublich. Ja, und die da hinten haben tatsächlich jetzt nichts mitbekommen, also einfach nur beide umklatschen und es ist völlig egal, die merken es nicht. Also, die glauben tatsächlich, die sind einfach nur in Ohnmacht gefallen oder was auch immer. Okay, warum nicht? Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, das macht die Sache natürlich deutlich... Versucht euch nicht entdecken zu lassen. ...einfacher. Machen wir hier die Tür zu. Soppensicher ist sicher. Ungewissheit. In der Ungewissheit findet sich unendliche Möglichkeiten. Eine orlesianische Redewendung. Spitze. Liebesgedicht. Das sind zwar keine Ringelblumen aus Kupfer, aber ich glaube, Aveline fände es trotzdem interessant. Ein Liebesgedicht wurde gefunden. Halte die Augen nach weiteren offen. Okay, für Aveline? Egal, ich frag gar nicht nach. Am besten nicht. So, hier geht's wahrscheinlich jetzt weiter. Okay, erst einmal, ja, das ist der richtige Weg. Wie es aussieht. Oder haben wir da hinten was? Moment, gucken wir gerade mal. Schauen wir erstmal da hinten, was wir da haben. Verschlossenes Tor. Oder, naja, eine verschlossene Tür, besser gesagt. Ihr habt doch nicht etwa den Käse probiert, oder? Soll das ein Witz sein? Er schmeckt nach Verzweiflung. Ich bin doch nicht verrückt. Okay, ich dachte, da kommt noch was. Die Tür ist verschlossen. Das kann ich nicht. Und die können wir auch nicht aufbrechen. Also hier ist, hierfür brauchen wir anscheinend einen Schlüssel. Sehr gut, den besorgen wir uns auch gleich. Müsse des gesetzlosen bärtige Bestie, den kennen wir doch auch aus Dragon Age 2. Was an diesem furchterregenden Gesicht spricht uns an? Welche Tugend könnte sich in dieser ansonsten so vulgären und schlichtweg verdächtigen Kreatur verbergen? Sie ist roher, in wildige, bärtige Bärtigkeit gekleidete Aggression, die weniger gemeißelt als vielmehr gehauen wurde. Ordinäre Launen führen dazu, dass ganze Skulpturen gemeißelt und dann bis auf die Büste reduziert werden, woraufhin die Gliedmaßen verwendet werden, um die Form aus dem Block des nächsten Bildhauers zu schlagen. Ein Beispiel dafür sind gewöhnliche und ausgesprochen primitive Werke, von denen keines den Anspruch erhebt, eine spezielle Person darzustellen. Auch ihre Namen sind unerheblich und häufig den Ängsten des jeweiligen Tages entlehnt. Wenn dies also nicht die Ehrung eines Schurken ist, der zum Volkshelden wurde, was lässt sich da noch feststellen? Was sagt es über die höfischen Gebräuche aus, die sich darunter eine Vorliebe für derart zügellose und grausame Bildnis der Kraft verbirgt? Was versteckt sich hinter diesem Bart? Grübeleien einer Skulptur. Okay, warum nicht?
In Orlais hat man anscheinend andere Sorge als in Ferelden. Gut, mir soll's ja egal sein. Wir machen nochmal ganz kurz einen Quick-Save. Aha. Eine Tür, die ist auch verschlossen. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Gut. Geht also alles. Uiuiui. Oh mein Gott. Oh Mann. Der läuft aber eine komische Strecke dahin. Hat der mich... Ach du meine Güte. Ja, laufe ich dem jetzt hinterher? Oder wie machen wir das am besten? Wo will ich denn hin? Ich will eigentlich... Ich laufe ihm mal sicherheitshalber hinterher. Wir werden das ganz langsam machen. Ganz vorsichtig. Mitten im Schatten. Oh, hallo Licht. Vielleicht hier besser mit dem Schatten. Halt! Och, da ist noch einer. Wow. Nichts passiert. So natürlich nicht. Da hinten, ja, da kommt nämlich noch wieder einer. Also sind hier insgesamt drei unterwegs dann? Ich warte mal gerade hier. So, gucken wir gerade mal. Ja, genau, die bewegen sich nämlich jetzt beide. Wir sollten uns beeilen. Und dann dürfte nämlich hier auch noch... Oder hat der eine eben hier gewartet? Sehr merkwürdig, das Ganze. So, ich warte wieder, ob der sich da hinten auch bewegt. Ich will nur auf Nummer sicher gehen. Na ja, komm. Ja, okay. Rüber. Jetzt müssen wir hier lang. Okay. Natürlich gucken, dass der uns da hinten jetzt nicht... Ach, da ist auch noch eine Tür. Oh, da will ich natürlich auch rein, ne? Da will ich doch bestimmt rein. Speichern wir gerade mal, hoffen, dass hier keine Wache kommt. Und da hinten der... Schaffe ich das noch? Nee, schaffe ich nicht. Dammit. Okay, wir warten kurz. Wir warten, bis der hier vorbeimarschiert. Ich könnte es mit Ablenken probieren, aber wer weiß, welche komische Richtung er sich dann gleich dreht. Wahrscheinlich mitten zur Tür. Und rein da. Kommt hier entlang. Hör auf damit! Verdammt! So, ein Furchtring. Immun gegen kritische Treffer. 3% Chance. Naja. Balkonschlüssel. Oh, sehr schön. Ja. Noch hier mal kurz wieder speichern. Tja, jetzt sehe ich natürlich nicht. Ja, natürlich kommt der genau jetzt. Alles in Ordnung. Gehen wir weiter. Perfekt, wir starten aber auch wieder hier. Okay, das finde ich gut gemacht, dass man dann, dass ich das Spiel dann so merke. Ich meine, kann natürlich auch am Quicksave gelegen haben. Wieso kommt der? Was war das für ein scharrendes Geräusch? Hier war kein Geräusch. Wieso haben die keinen einheitlichen Laufweg? Verdammt! Dreht er sich jetzt wieder um? Na, bleibt stehen! Nichts passiert. Genau jetzt, wo... Ach, das ist doch... Okay. Verdammt! Oh Mann, nein! Das ist eine Stelle, das ist, ach, in 2 Minuten alles hier durch und ich brauche hier ewig. Na komm, lauf. Und wehe, hinten, der ist jetzt auch wieder da. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier durch. Ich würde dann natürlich gerne wissen, wo ist der richtige... Das sind... Zoomen wir mal ran. Oh, der Typ ist ja aggro drauf. Okay. Gucken wir mal. Ich hoffe, von da unten sehen die uns nicht. Na so, und dann kommen wir nämlich hier wieder zurück. Und sind dann wieder in dem Raum, wo wir vorher waren. Und können dann auch den anderen Weg lang gehen. Ich will gerade mal hier so ein bisschen ranzoomen. Naja, gut, man sieht leider nichts allzu viel. Naja, nicht wirklich. Nicht wirklich gut. Erledigt. Also, jetzt sind wir nämlich hier. Der da hinten ist nämlich da. Genau. Okay, ich weiß wieder, wo wir sind. Und jetzt leckt das schon wieder. Und ich glaube, damit möchte mir der Spiegel sagen, mach doch mal bitte einen Cut, denn die Videozeit ist eh gleich schon wieder vorbei. Denn hier... Wow. Wie das gerade... Oh, wie übel. So, komm. Pausiert, ja. Möchte ich mal... Ich möchte nur ganz kurz noch fix hier rüber.
und mich vor die Tür stellen und dann beende ich ja schon sofort. Keine Ahnung. Also ich tut mir sehr leid mit den ganzen Lecks und gerade wenn das auch in Zwischensequenzen mal passiert. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Entschuldigt. Gut, hier kommt der nächste Cut und im nächsten Part, ja, ich weiß nicht, ob wir den Schleichpart dann beenden. Ich bin auch gespannt, wo Evelyn und Anders sind. Ich hoffe, die sehen wir dann auch wieder. Bis zur nächsten Folge.